In Deutschland erleiden rund 71.000 Kinder im Jahr eine Schädelhirnverletzung, allein aufgrund von Unfällen. Kinder mit schwerem Schädelhirntrauma haben häufig eine eingeschränkte Bewusstseinslage kurz nach dem Unfall. Sie brauchen eine gute medizinische Begleitung. Häufig treten motorische Probleme in Form von Lähmungen auf. Die müssen mit motorischen Therapien behandelt werden. Eine von rund 350 Kindern, die jährlich in der St. Mauritius Therapieklinik behandelt werden, ist Achilia Imal. Sie hatte im November 2009 einen schweren Unfall. Achilia war schwer bewusstseinsgestört, das heißt, wir haben keinen Kontakt zu ihr aufnehmen können. Sie hat uns nicht verstanden und sie konnte auch nicht sprechen. Sie konnte keine Nahrung zu sich nehmen. Sie hatte eine schwere Spastik der Arme und der Beine und konnte sich nicht willkürlich bewegen. Dank eines speziell auf Achillias Bedürfnisse abgestimmten Therapieprogramms lernte sie langsam wieder auf ihre Umwelt zu reagieren, sich aus eigener Kraft zu bewegen und schließlich auch mit Hilfe zu laufen. Das ist unheimlich schwer für sie gewesen und mit jeder erlernten neuen Fähigkeit ist sie ein Stückchen mehr in den Alltag zurückgekommen und war da einfach sehr, sehr glücklich und sehr dankbar. Manche Kinder müssen monatelang auf ihre Aufnahme in die St. Mauritius Therapieklinik warten. Mit einem Neubau sollen weitere Therapieplätze geschaffen werden. Konkret hätten wir gerne mehr Platz für Begleitpersonen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch deutlich mehr Therapiefläche, damit wir den Kindern ein besseres Angebot machen können. Die St. Mauritius Therapieklinik sucht für diesen 16,5 Millionen Euro teuren Neubau noch finanzielle Unterstützung. Sie können helfen.